Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe gesagt, dass wir Eva finden in der nächsten Folge und das werden wir auch tun, aber ich wollte mal eben einen kleinen Zwischenstopp machen. Ich habe mich hier auch mal ein bisschen umgesehen und ich denke, das, was wahrscheinlich am wichtigsten wäre, ist das Kriegerlager, was wir bauen können. Hier hilft dir Aedis dabei, deine eigenen Wikinger auszubilden, die Joms-Wikinger anderer Spieler anzuwerben und deine Besatzung zu verwalten. Ich habe keine Ahnung, was das genau heißt, aber ich erhoffe mir dadurch entweder, dass ich ein bisschen Geld reinkriege, weil andere vielleicht meine anwerben möchten, oder eben, ja, dass die vielleicht auch sich verbessern, die Krieger an sich. Wir bauen es jetzt einfach mal. Sehr schön. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Joms-Wikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Oh je. Warum ich? Geschlecht ändern? Ja, auf jeden Fall nehmen wir natürlich eine Frau als Stellvertreter, das ist doch klar. Und was kann ich ihr jetzt anziehen? Wahrscheinlich alles, was ich gesammelt habe. Oder? Kann ich ihr auch die Berserker? Übliche Verkleidung. Dieser Mantel ist leicht wie eine Feder. Aufbrausend. Wenn ich jetzt wüsste, dass sie da nicht meine Berserker-Kapuze bekommt, ne? Ich würde mal sagen, da wir ja hier im Rabenclan sind, gebe ich ihr mal einfach, ja, die Sachen vom Rabenclan. Übliche Rabenclan-Ausrüstung. So. Klassische Bogen für die Wildjagd. Kann auch in der... Okay. Das ist aber, glaube ich, der, den wir auch haben, oder? Bärenschild. Rabenclanschild. Ist aber die falsche Hand, sehe ich jetzt gerade. Haben wir hier nicht so eine Art Rabenclan-Axt? Bärenklaue. Ja. Aber das ist jetzt doch nur die Optik. Da steht jetzt nicht drin... Dann gebe ich ihr nämlich mal meine Axt. So. Steht ja auch Aussehen ändern, deswegen, ja. Üblicher Helm. Aber ich will halt nicht, dass sie einen Helm trägt, deswegen, lasse ich das mal so. Übliche Armschienen, da sollte sie natürlich die Rabenclan-Armschienen haben. So, und auch die Rabenclan-Hose. Die nebenbei bemerkt nicht so toll aussieht, aber egal. Und Rabenclan-Schild, genau. Weil sie repräsentiert ja hier unseren Rabenclan, dementsprechend soll sie natürlich auch aussehen. Kolfinna die Blauäugige. Können wir den Namen irgendwie ändern? Naja, wir nehmen sie mal. Sie ist, also optisch ist sie auch okay, alles in Ordnung. Bist du sicher, dass du dieses Menü verlassen willst? Du kannst das einmal ausgewählte Geschlecht und Aussehen deines Kriegers nicht mehr ändern. Ja, möchte ich.
Ja, viel gesagt hat sie jetzt nicht gerade, ne? Ich will meine Mannschaft verwalten. Was tust du hier noch gleich? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Okay. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Plünderer, Plünderer. Plünderer, Plünderer sind alles Plünderer. Ach, da können wir dann optisch jemand anderen nehmen. Moment, hatte ich jetzt gerade die Frau? Teil der Besatzung? Ich hatte gerade die Frau gewählt. Okay, dann nehmen wir mal den komischen Bärtigen hier. Die ist aber auch schon Teil der Besatzung. Aber der sieht irgendwie cooler aus, finde ich. Achso, sie können wir auch noch zuweisen. Ja, Moment, dann nehmen wir... der oben sieht noch schlimmer aus. Nehmen wir den und weisen wir natürlich Birna zu, damit sie auch was zu tun hat hier. So. Fertig? Ja, ich habe keine Ahnung, was das wir bedeutet. Sehen uns bald aber wieder. Aber ja, ich bin fertig. Und ich habe ja noch was übrig. Dementsprechend überlege ich gerade, ob ich die Hütten vielleicht verbessern soll. Ich schau mal eben beim Bruderschaftshaus. Geh mir mal aus dem Weg, bitte. Ich schau mal eben beim Bruderschaftshaus nach. Das kann ich... Ach so, das kann ich gar nicht verbessern. Oder? Konnte man das nicht in Stufe verbessern? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Naja, gut. Dann werde ich jetzt mal hier unten, ich glaube, der war es genau, zu diesen Angler-Dings gehen. So. Dich bauen wir jetzt erstmal. Wir haben ja noch genügend Vorräte. Für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidung? Das tut eigentlich mein Großvater, aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Ja, die Angelschnur haben wir freigeschaltet. Sie hat ihm was mitgebracht? Ja, was denn? Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. Wenn deine Siedlung wächst, wachsen auch ihre Bedürfnisse. Versorge die Siedlung mit einer Lieferung der benötigten Waren, um im Gegenzug eine Belohnung zu erhalten. Okay. Also, das Bauernfestmahl. Sölva hat ihren Eltern gebeten, ein Bauernfestmahl abzuhalten und die reiche Ernte zu feiern. Man sagt, dass der sich mächtig wehren soll. Das hört sich nicht gut an, weil Angeln in Spielen ist bei mir immer so eine Sache. Als Belohnung bekommt man irgendeine Rune. Hier unten bekommt man auch eine Rune. Dafür würde ich einen Barren bekommen. Nicht mein Großvater konnte einen davon fangen. Achso, der ist mittelgroß. Der ist groß. Okay. Diesen Fisch habe ich noch nie aus der Nähe gesehen. Das ist aber doch nur ein kleiner. Mittelgroß, groß. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Angeln funktioniert. Moment, Tutorials kann man einblenden. Ach so, das sind nur hier die... Ja gut, okay. Großvater wird von diesem Fang begeistert sein. Ja. Okay. Ich muss gehen. Bleib gesund. Komm bald wieder. Und wie zur Hölle kann ich jetzt angeln? Also, ich habe die Angelschnur freigelegt. Das heißt, ich vermute, ich habe sie dann irgendwo im Inventar drin. Kirchentür.
Ach, das ist gut. Da komme ich jetzt jedes Mal rein. Muss mir die nicht vorher extra noch besorgen? Alte Artefakte aus dem Römischen Reich. Sicher wird dort jemand Verwendung dafür haben. Aha, dann sollte ich das vielleicht doch bauen. Ich habe gedacht, ich hätte noch nichts in der Richtung überhaupt bekommen. So, Angelschnur, Angelschnur. Was ist das denn hier? Zerbrochene Axt auf den Kopf eines Kriegers. Ach so, die. Ja. Das sind alles Handelsgüter. Ach so, die braucht man gar nicht aufzubewahren. Oder? Altes Kissen? Moment. Nee, das ist ein Seil, das ist nicht die Angelschnur. Das heißt, den ganzen Kram hier kann ich verkaufen. Sieht man nämlich ganz danach aus. Ja gut, Maultrommel und so hätte ich mir jetzt schon fast gedacht. Fuchsfell hätte ich jetzt eher gedacht, dass wir das vielleicht behalten sollten. Ja, das ist doch mal cool. Dann werde ich gleich auch mal kurz zu der Händlerin gehen. Also Angelschnur ist freigeschaltet, kann ich aber nicht hier im Inventar sehen. Die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt angeln? Das ist eine Frage, der ich mich dann wahrscheinlich später widme. Hier werden auf jeden Fall keine Angelplätze oder sowas angezeigt. Ich gehe mal eben zum Wasser, ob dann eventuell irgendwas passiert. Also mir was angezeigt wird, dass ich angeln kann oder sowas. Aber ich denke mal eher nicht. Ja, keine Ahnung. Ich werde mich darüber mal im Internet am besten informieren, was das mit dem Angeln auf sich hat. Und dann werden wir das mal in einer der nächsten Folgen machen. Oh. Hallo, Süßer. Oh. Da muss ich direkt mal ein Bild von machen. Das ist so süß. Ja, ich bin online verbunden. Ist okay. Oh, ist das süß. So, was war hier oben nochmal? Raben? Moment. Flieg, Freundin. Ach, der Tätowierer war das. Ja, der interessiert mich auch noch sehr, aber bei den ganzen Kram, den wir sowieso anhaben, muss ich ganz ehrlich sagen... Das hat nichts mit Kunst zu tun. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spots nicht zu schätzen. Ach, der ist es, okay. Verstehst du es nicht. Ah, ich kann auch bremsen, okay. So, bei dir, oh, Entschuldigung, bei dir möchte ich jetzt was bauen, wenn ich noch genug Material habe. Ich habe gerade noch genug Material, okay. Neuankömmlinge, ob Valka unter ihnen ist? Ach so, ist meine Siedlung gerade gestiegen? Haben wir deswegen Neuankömmlinge? Aber ich muss mit dem Typ nochmal kurz sprechen. Bleib mal eben hier. Salve, Eivor. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Eivor, warst du jemals verliebt? Warum fragst du? Ich will wissen, ob du das Gefühl kennst, wenn dir dein Herz aus der Brust gezogen wird, während es dem flüchtigen Objekt deiner Begierde folgt. Ich frage mich, ob du jeden bitteren Schmerz fühltest, deine Liebe in jemand anderes Armen zu sehen. Ich habe diese Qual erlebt. Und Maximilian war der Grund. Einer deiner Geliebten? Oh Götter, nein! Nein, 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 nein. Maximilian ist eine Schlange, ein Igel, eine schleimige, blutsaugende Natter von einem Mann. Er stahl mir meinen Schatz. Eine perfekt erhaltene Statue eines Legionärs. Das ist alles, wonach es mir verlangt.
Zuletzt hörte ich, Maximilian hätte sich in oder um Lunden verkrochen. Mit meinem Liebling als Geisel, zweifellos betatscht und begafft. Solltest du ihn je sehen, richte ihm meine Grüße aus. Was heißt, spuck ihn an und dann hol meine Statue zurück. Okay. Gut, ich brauche 5 römische Artefakte, bis ich erstmal was abgeben kann. Gut, ja, er hat ja schon erklärt, was er hier macht. Bis bald. Ich schätze, das wird vorerst reichen. Auch wenn ihm der Prunk des Imperiums in seiner Blütezeit fehlt. Gefällt es dir nicht? Nein, nein, es ist nur nicht gerade sehr römisch. Es braucht mehr. Mehr Relikte, mehr Statuen, mehr Rom. Wenn dir auf deinen Reisen irgendwelche besonderen römischen Artefakte begegnen, bring sie her. Dann können wir hieraus noch was machen. Okay, das habe ich verstanden. Darf ich jetzt mal? Danke. Brief von Octavians äußerst echten Geliebten an meinen süß duftenden Aesop. Mein liebster Octavian, es erschütterte mich, deinen Brief zu lesen. Deine neuen Freunde glauben nicht, dass es mich gibt. Glauben sie denn, du würdest Liebhaberinnen in der Ferne erfinden, wenn du so viel edlere und aufregendere Aufgaben hast? Nun, ich sage, lass sie denken, was sie wollen. Ich bin so echt, wie du stattlich bist, und ich kann es kaum erwarten, endlich in der Siedlung anzukommen und mich allen wahrhaftig und im Fleische zu zeigen. Bis dahin vergrößere weiterhin die beste Sammlung römischer Dinge im Land und bleibe so wundervoll, wie du es immer bist. Wir sehen uns, sobald ich die Überfahrt wagen kann. Julia. Man muss anmerken, die Handschrift ist der Octavians sehr ähnlich. Das habe ich mir beim Lesen irgendwie auch schon gedacht, dass das wahrscheinlich ein Fake war. Aber okay. Gut, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, was wir jetzt gebaut haben. Los, Sühnen. Die haben jetzt gesagt, dass jemand angekommen ist. Mir wird jetzt gerade nichts angezeigt, aber ich vermute, dass wir eben die Siedlung irgendwie hochgebracht haben von der Stufe her. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, wir hatten noch 2 frei, oder? Gib es zu, Alvis. Ich bin der überlegene Wortschmied. Einer Lüge zustimmen? Nein, anscheinend ist doch jemand angekommen. Eivor, wie schön, dich hier zu sehen. Ah! Okay, mit der kann ich nicht reden. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deine Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich. Und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch in diese Siedlung verliebt. Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha, gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause.
Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Da hat sie recht. Salve, Eivor! Ab Meliora! Guten Tag! Wer war das denn? Octavian. Ein seltsamer Mann. Du wirst ihn sicher mögen. Siehst du? Dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber es laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Mann, warum zieht das immer nach rechts? Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Ah, so schön. Jetzt ist sie auch hier. Hallo? Warum dreht sich das jetzt hier die ganze Zeit? Sehr, sehr schön. Das war jetzt so überhaupt gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich nur wegen einem Haus gucken. Vielleicht noch wegen zwei, wenn ich das finanziell bzw. von den Reichtümern her hinbekommen sollte. Ach, ich glaube, ich stehe hier einfach zu nah dran. Das ist das Problem. Aber ja, es gab dann irgendwie eine komplette Verkettung der Ereignisse. Ich bräuchte jetzt noch 700 von den Vorräten. Das heißt, dass ich dann wahrscheinlich doch, bevor ich mit der Hauptquest weitermache, in der nächsten Folge nochmal auf Plündertour gehe, weil ich, ja, schon... Ach, die liegt am Boden. Ich dachte gerade, die hat irgendwelche Krämpfe oder so. Das sah so komisch aus. Warum dreht die sich ständig? Mann. Also, ja, ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen plündern gehen. Ich denke mal, dass ich das Ganze aufnehmen werde. Wenn da jetzt nichts Spektakuläres passiert, kann es auch sein, dass ich das jetzt offline mache und dass ich dann die Aufnahmen gar nicht verwenden werde. Weil es ist ja letztendlich doch immer das Gleiche. Also man fährt hin, man plündert einen Ort und man fährt wieder zurück. Man kämpft halt mit den Leuten, man muss die Sachen finden und ja. Vielleicht werde ich es veröffentlichen, vielleicht werde ich es nicht veröffentlichen. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall werde ich nochmal auf Diebestour sozusagen gehen, ein wenig plündern. Und dann hoffentlich ganz schnell das Haus von ihr machen, damit wir hier scheinbar dann mit der nächsten Quest weitermachen können. Weil sie hat ja davon gesprochen, dass wir dann einen Trank bekommen. Und ich denke, dass das, ja, vielleicht nicht direkt die Hauptgeschichte, aber zumindest unterstützend für die Hauptgeschichte sein wird. Es geht ja hier um unsere Visionen. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Ja, sie wird jetzt
nicht weiterarbeiten, sondern sie verlässt mich jetzt hier gerade, okay. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal von euch verabschieden. Ach, sie wollte sich nur hinsetzen und sich mit mir von euch verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.